Ja, Boschuda. Peace and Justice. Herzlich willkommen. Seid gegrüßt bei DSD sein Midnight Figure Feature. Star Wars Folge 383. Und ich habe mich endlich überwunden, mal wieder was aufzumachen, was ich bis jetzt nicht aufmachen wollte. Aber ich bin einfach neugierig. Ich will die Sachen einfach in der Hand haben. Und zwar. Return of the Jedi. Jabba's Palace Court Denies Sense. Ne? Ich weiß wieder nicht, ich habe doch letztens geguckt, wie die Serie heißt, mit dem Goldrand. Das ist wie Ardo mit der Goldkante. Die älteren Semester werden es noch kennen. Ne? Ein wunderschönes Ding. Ich habe das auch schon mal gezeigt, vorgestellt. Ne? Also wir haben hier den Volkabashite. Das ist hier das Schneckentier mit der langen Zunge, was in Jabba's Palast halt an der Wand hängt und so weiter halt, ne? Und da die Gäste begrüßt. Dann haben wir Bubo, Jabba's Haustier, welches man ja auch ganz gut kennt, ne? Das siehst du ja draußen vor Jabba's Palast auch, da gibt es diese schöne Szene dann. Das ist ein anderes Viech, dieses froschmäßige. Bubo sieht man aber auch im Hintergrund halt da übersitzen. Und der hat auch mal wohl eine Bombe gefressen, als ein Attentäter versucht hat, Jabba in die Luft zu sprengen. Das hätte auch eine gute Sauerei gegeben. Ja, und der hat sich wohl einfach mal die Bombe gepickt, hat sie dann verschluckt. Er hat ja auch ein schönes Maul, das gucken wir uns gleich alles super an. Und dann haben wir natürlich hier noch den Spinnen-Dings-Boma, ne? Boma-Monk, den Mönch. Das waren ja eigentlich die Urleute, die da in Jabba's Palast waren. Eigentlich Mönche, die sind dann aber auf eine Metaebene gegangen, dass sie halt ihren Körper nicht mehr brauchen und so tragen halt diese Droiden, Spinnendroiden halt, einfach nur das Gehirn der Mönche rum und da können sie halt die ganze Zeit sich nur noch auf ihre Meditation konzentrieren. Ja, ich konzentriere mich jetzt auch auf die Meditation. Und wir werden das diesmal auch anders machen. Ich packe das jetzt mal in der Nahaufnahme aus, dann seht ihr das auch mal aus meiner Sicht und nicht nur, wenn ich hier wieder irgendwie rumsäge. Ich werde es wahrscheinlich hier unten öffnen und hoffe, dass man dann das rausziehen kann. Hier hat sich auch schon der ein oder andere Haltedraht drinnen gelöst. Ne? Komm, ich zeige euch auch noch mal kurz die Rückseite, aber wie gesagt, ich habe da schon ein Video zu gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange es her ist. Ach, hier ist übrigens auch Pit of Cocoon Boba Fett drauf. Ne? Ja, guckt euch das nochmal an, da haben wir noch so ein paar schöne Sachen aus der Serie. Und ansonsten gehen wir jetzt wie immer nah ran und packen das Ding zusammen aus. Let's go! Ja, pass auf, dann würde ich sagen, ne, schnack, geht so ein Dingsmesser hier auf. Und jetzt gucke ich mal, komm, damit ihr das auch seht, komme ich mit der Kamera ein bisschen runter. Hier sehen wir ja auch wieder diesen Jedi Master Points, ne, die konntest du ja immer einschicken und so weiter. Habe ich überhaupt gesagt, aus welchem Jahr das Ding ist? Nee, ne? Und irgendwie kann ich es hier jetzt gerade gar nicht lesen. United Kingdom. Aha. Hä, aber wo ist denn das Jahr? 2004. Also auch schon ein bisschen alt und ich wage mich jetzt echt hier unten dran. Ey, bitte, bitte lass mich nicht zu viel aufschneiden. Ich möchte den jetzt nicht so wirklich herbe zerstören. Erstmal muss ich da reinkommen. Da geht das schon wieder los hier. Oh. Da haben wir aber einen feschen Schnitt gemacht, oder? Ja, das Problem ist, ich möchte mir das ja auch wieder aufhängen halt, ne? Ja, jetzt ist aber die Frage, muss ich ja. Ja, ich muss ja hier einen Schnitt reinsetzen. Das geht ja nicht anders. Das Problem ist nur, ich habe jetzt auch Angst, dass ich das Papier zerschneide, wenn ich jetzt so reingehe. Und das ist hier alles ein bisschen auch blöd, wenn ich so mit der Kamera hier sitze. Ja, das schneide ich das doch kaputt, das ist doch blöde. Also muss ich doch jetzt von unten so hier reinkommen. Ich versuche das einfach mal. Boah, ich krieg zu viel. Ich hätte es sein lassen sollen. Aber ihr kennt es. Ey, jetzt komm doch mal rein da. So. Ja, das ist jetzt nicht so schön gewesen. Ich wusste es, ey. Mein Gott, ich komme mit dem Finger hier nicht hinter. Entschuldigung, es ist wieder Choleriker TV angesagt. Mein Gott. Kommt nur ein Stückchen noch. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt lässt sich das blöde Messer hier nicht weiter bewegen. Geil ist auch. Vorhin ist die Kamera ewig wieder ausgegangen.
Jetzt bei der Action geht sie nicht aus. Jetzt hätte ich mich auch da vorne hinsetzen können. Aber ich wollte es ja diesmal mal unbedingt so machen. Ich breche mir mal kurz einen ab, weil ich kann irgendwie mich hier nicht richtig abstützen. Also die Kamera hier im Weg. Ich weiß auch gar nicht, warum der hier filmt. Jetzt komm doch, gleich reiß ich da irgendwas kaputt, weißt du. Kriege hier keinen vernünftigen Schnitt rein. Ach ja, ich habe ja auch gesagt, ich wollte neue Messer holen, ne? Ja, das ist richtig blöde geschnitten. Sag ich mal. Egal. Komm, jetzt ist es gleich soweit. 2,5 Minuten hier versuchen, das Ding rauszukriegen. Jetzt sag mir nicht, dass der andere Blister hier eingeklebt ist. Das wäre echt die Härte jetzt, Leute. Ja, ich muss nochmal hier anschneiden. Ich mache das mal im Schnelldurchlauf, ne? Dann hört er mein Fluchen auch nicht. Jetzt ist es vorne gleich echt in Gerlo-Kiste. Das sollte ein schöner, gerader Schnitt werden. Was ist es? Sieht aus wie... Ja, und? Ne? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ist doch jetzt echt ein Scherz. Ich hasse das, ey. Ich hasse es. Ich werde das nie wieder so zusammenkriegen, die Packung. Kommt jetzt raus da, meine Freunde. Jetzt wird es spannend. Und jetzt geht bestimmt die Kamera auf. Lass. Ah. Eine schwere Geburt war das, oder? Jetzt gucken wir erstmal, ob wir das gleich wieder... Ja, das kriegen wir nie wieder so hin, wie es war. So. Das leere Ding sieht jetzt auch schön aus, ne? Guck mal hier. Tada. Ja, nice. Aber um was es geht... ist ja das hier. Yes, da sind sie. Ja, ich freue mich jetzt eh wieder, dass ich sie ausgepackt habe. Ich weiß das ja, aber... Oh, wow. Das ist echt cool. So. Mit was fangen wir an? Mit dem Kleinsten, ne? Also, einmal die Drähte lösen. Wo ist denn jetzt eigentlich der Draht, der da rumflog? Ach, der ist noch in der Packung, ne? Könnte ich nachher auch wieder reinfriemeln, wenn ich es in eine Packung packe. Aber das werdet ihr nicht mitkriegen, weil das knistert ganz schön. Oh, hier ist schon die erste Fliege. So, pass auf, wir machen das mal so. Da haben wir also diese Weltraumschnecke Volcabasheet. Ja, sieht cool aus. Jetzt mal ganz ehrlich. Hier, so eine ganz weiche Gummizunge. Ich überlege gerade, wie hängen die denn dran? Wahrscheinlich so, ne? Und dann greifen die immer nach Jabbas Kollegen und so. In Nacken und lecken mal am Ohr an Tentakel. Was soll immer. Guck hier, so ein Auge. Das ganze Ding ist auch sehr weich. Voll cool. Ja, richtig geil. Ja, und hier kannst du dann sogar mit einem Saugnapf. Na, dann ist das so. Ja, ich wollte euch den gerade zeigen, aber das ist ja auch ein Holzbrett. Wundert mich, dass der überhaupt hier ein bisschen dran hält. Guck mal, das ist aber cool. Also wenn er jetzt so rum richtig ist, oder? Ja, ich glaube schon, ne? Mit der Zunge nach unten, so dann. Das sieht doch cool aus. Ja. Nice, gefällt mir. Ja, dann hier auch voll schön gehalten. Gut, hier hast du den Saugnapf. Das sieht halt auch cool aus mit den richtigen Saugnäpfen halt von der Schnecke, ne? Ich dachte früher schon immer, ich wusste, das ist mir nie richtig aufgefallen früher in den Filmen halt. Man hat das zwar so leicht im Dunkeln gesehen, ne? Aber, ja, geiles Teil. Witzig. Wenn man das mal auf dem Trödelmarkt finden könnte, das wäre auch wunderbar. Ganz viele davon. Dann kannst du die schön so an der Wände bei Jabba machen. Ja, schon mal cool. Dann kommen wir mal zum nächsten hier, ne? Dann packen wir mal den Hund aus. Jabbas Lebensretter sozusagen. Oh, auch wieder schwer hier verknotet. Das kriege ich dann nachher auch nicht mehr da rein und zusammen, ey. Aber egal, ich wollte es ja so. Ich muss auch mir langsam mal so ein Aquarium holen. Irgendwo muss ich Jabbas Palast langsam reinbauen. Das wird immer mehr. Alter. So, wir spulen das mal eben vor. Und befreien den Bubo. Da ist der Bubo. Geil.
Fühlt sich auch cool an, Alter. Ach, da ist ja noch eine Kette bei. Die muss ich gleich noch abmachen. Aber komm, wir gucken uns erstmal so den Frog an. Ja, guck mal, geil, ne? Also von der Bemalung und so finde ich das auch schon top. Platt gedrückte Hände. Ganze schön mit abchacken. Hier, pack. Super. Du kannst, die sind auch aus weichem Gummi. Du kannst natürlich dann die Beine so. Dann kriege ich da wahrscheinlich so immer vorwärts. Kannst komplett drehen, das ist schon mal. Ja doch, man kommt komplett rum. Das ist schon mal ganz cool. Oh, geil, nice. Ja, hier kann man gleich die Kette festmachen. Da haben wir gleich noch so eine schöne Kette dabei. Ah, das ist ein Haken, okay, das ist gut. Dann kannst du mit dem Haken. Ist natürlich sehr weich, bricht wahrscheinlich auch schnell ab, wenn da Kinder mit spielen und so. Jetzt guck mal hier, die Froschaugen so. Ah, guck mal hier. Cool auch, kannst so zumachen. Hat ein bisschen was von diesen Tiefseefischen, ne, mit der Antenne da. Geil. Die Zähne auch, ne? Also voll schräg gestellt. Alles weiches Gummi halt. Da muss man echt aufpassen, dass das nicht kaputt geht. Ja, im Rachen ist jetzt nicht so viel drin. Da könnte man da bestimmt das eine oder andere auch noch reinpacken. Super. Dann hat er hier auch noch ja das Geschirr halt, ne, für die Kette. So von oben guckt, also finde ich toll. Schön bemalt. Super Teil. Und ich habe damals bei uns hier im Comicland in Dortmund habe ich für das Paket 15 Euro bezahlt. Ja, das ist jetzt auch schon mindestens 6 Jahre her, sag ich mal, irgendwie um den Dreh. Aber für 15 Euro nichts verkehrt gemacht, klar. Hätten sie zwei gehabt, hätte ich noch eine gekauft. Eine zum Auspacken, ja, ihr kennt das ja. Der fühlt sich auch so gummimäßig an, das fühlt sich echt cool an. Geil. Ja, ich kriege da gar nicht genug von. Also der ist auch schon mal sehr schön. Korrekt, ja, ich muss mir Javas Palast weiterbauen. So, und dann, achso, die Kette wollte ich eben noch zeigen, ne? Komm, ich hole mir eben die Kette raus hier. Wo ist er denn? Hier ist die Kette. Ist da was? Ich lasse die drin. Ne? Habe ich jetzt keinen Bock, die rauszuziehen, weil die kriege ich nicht mehr rein. Die ist hier durch ein Loch, wenn ich da jetzt so rumfummel. Aber seht, hier kann man den Haken dann einfach an eine Kette legen. Aber ich lasse den Bubo jetzt auch einfach so, wie er ist, in Freiheit leben, ne? Aber dann holen wir uns jetzt mal den Boma-Mönch hier raus, wenn wir schon dabei sind. Ja, guck mal, das Gummi hat es auch hinter sich. Das zerfällt komplett. Das kann weg. Ist keine Kunst. So, natürlich auch hier wieder lustiges Entdrahten mit DSD. So, das ziehen wir raus. Komm da auch nie dran, meine Finger. So. Dann befreit die Spider. Oh, das fühlt sich doch cool an. Ja, das wollte ich schon immer, so einen Boma-Mönch haben. Geil. Na komm, schön drauf so. Ey, die wollte ich als Kind schon immer haben. Fand ich total toll. Ich zeige euch erstmal von oben und dann machen wir das gleich mal richtig. Der kann ja einiges hier. Ja, fühlt sich cool an. Nicht, dass da gleich so kleine Spinnen rauskommen. Hier schon von oben so, das ist schon ganz geil. Das ist natürlich alles mechanisch dann hier, ne? Das ist so, wie nennt man das denn noch hier? Bio, Cyber, Dingsbums. Whatever. Hier haben wir auch eine Bedruckung noch drin. Guck mal hier, da steht noch Kenner Scheiner drin. Da steht noch niemals Hasbro drauf. Wie geil ist das denn bitte? Kenner. Könnt ihr das lesen? Ja, ich hoffe, ne? Also ich kann es lesen. Cool. Geil. Okay, der hier. Der Körper. Da ist wahrscheinlich Lebensflüssigkeit drin. Ah, will ich jetzt auch nicht so aufmachen. Also hier haben wir auch noch was. Zwei. Alter, 1997. Korrekt. Dann müsste das ja, seht ihr? Hier, 97. Dann müsste das ja echt. Damals gab es den Boma-Mönch ja auch zu bestellen, weiß ich noch irgendwie. Das war das nicht auch so ein Mail-In-Ding, irgendwas gab es da mal halt. Den gab es nur im Karton oder so. Wenn der 97 ist, guck mal, und 2004 nochmal ausgelegt worden ist, ja, muss ja da gegeben haben, ne? Du kannst halt also, wir gucken mal von unten hier. Ah, das ist ja nice. Du kannst die Spinnenbeine, also ich dachte gerade, die könnte man alle einzeln hier im Körper bewegen, aber du hast die dann hier wahrscheinlich auf so einem, ja, auf so einem Rädchen, auf dem Pinnen. Dementsprechend kannst du dann ein bisschen den Körper drehen und so weiter.
Schön ist hier echt, wie man hier so die Beine. Die haben halt hier ein Knickelement hier oben eins drin. Das war's dann auch. Also hier ist nichts. Hier hast du auch nichts mit Teleskopstangen, die man jetzt ziehen könnte und so weiter. Aber ich finde, das reicht auch. Aber den können sie ruhig auch nochmal raushauen, obwohl jetzt kommt eh nichts Gutes mehr raus. Das ist ja vorbei. Aber guck mal. Ah ja, und okay, und drehen kann man sie dann auch noch halt an dieser Knickachse. Das ist halt wie so ein Kugelgelenk halt, ne? Kannst du dann drehen. Könnte man so wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, so in, dann könnte so man halt auch so ein bisschen so in Angriffsstellung irgendwie bringen wahrscheinlich. Ja, so irgendwie. Ja gut, ist jetzt nicht ganz so cool. Ich probiere ja nur mal aus. Ne? Ich wollte ja nur mal gucken hier. Das sieht aber echt super toll aus. Tippitoppi. Und so weiter. Ja, geil. Ja, dann haben wir hier natürlich, komm, jetzt mal an das Brain hier. Hier haben wir noch so ein Greifarm, der kann hier irgendwas noch machen, ne? Aber ich meine, die lassen sich ja nur durch die Gegend kutschieren und denken und denken. Yes. Aber schön mit dem Metall, mit dem Metalllook und so, finde ich super. Und jetzt kommen wir mal hier zu der Kuh. Kann man die öffnen? Das wäre natürlich geil, ne? Nee, ich glaube nicht. Gehirn! Gehirn! Geil. Guck mal, das ist echt cool. Geilet Gehirn. Gehirn um Gehirn. Das ist ja super geil. Die Schrift machen wir mal hier am Körper nach hinten. Dann stellen wir mal hin. Und dann lass uns doch mal, also ich mach einfach, ne, lasst mich mal. Wir stellen ihn mal ein bisschen höher, dann kann er trippeln. Und dann machen wir mal die sporadischen Rundumblicke unserer Creatures hier. Oder Jabbas Denizens. Komm, cool. Geil. Also finde ich toll. Wir machen direkt jetzt mal so einen Rundumblick und dann mal gucken, was noch passiert. So, dann einmal hier schön den Boma-Mönch nochmal in eine Runde. Ach, voll geil. Ein schönes Gerät ist das doch. Ja, wunderbar. Also ich bin froh, dass ich die ausgepackt habe. Wahrscheinlich finde ich sie demnächst auf irgendeinem Trödel. Und ärgere mich dann. Aber egal. Tolles Gefährt. Super. Dann gucken wir uns nochmal Bubo an. So, dann hier, ne, den Bubo, Jabbas Schoßhündchen sozusagen, ne, in der Runde, finde ich auch super. Guck mal, wie der so hier herkriecht, hat auch irgendwas von Ghostbusters, könnte auch irgendwie ins Ghostbusters-Universum passen, irgend so ein Geister, Frosch, Viech, Hund, Mischmasch, ne, echt klasse, das Ding. Wie gesagt, hier nochmal, komm, hier mal nochmal den Mund auf. Geil, passt auf, Vorsicht, bissig. So, dann ab zur hier Weltraumschnecke da, Wandschnecke. So, dann einmal hier die Weltraumschnecke bzw. Jabbas Zungenakrobat. Ja, haben wir ja gerade eh schon aus der Nähe gesehen. Ich wollte ihn auf diesem Pömpel festmachen, aber der löst sich immer wieder, weil das ist ja ein Holzbrett und hier kein Metall oder Plastik. Aber nur nochmal hier fürs Protokoll, ne? Da ist er hier. Volkabaschite. Ja, ich sag gleich auch Schiete. Komm, wir kommen nochmal hier zum Schlusswort. Ja, schön. Also ich freue mich. Ich finde die echt klasse. Gut, dass ich sie ausgepackt habe. Ich werde sie jetzt aber erstmal trotzdem hier wieder drin verstauen. Das tue ich euch jetzt aber nicht an, das Rumgefluche und so weiter, wie ich versuche, das wieder zu repacken oder wie auch immer. Ne? Danke fürs Zugucken, fürs Interesse, fürs Treue halten. Bleibt gesund. Peace and Justice gesagt. Feierabend. Bis demnächst im nächsten Video. Die Tage. Tschüss. Lasst euch gut gehen. Genießt die Sonne. Und brennt nicht unter so vielen Menschen. Versteckt euch. Wie in Jabbas Palast. Jetzt reicht's. Tschüss. Ich leck mich fett, Alter, ey. Bleib doch da kleben, du Kackmuppe. Entschuldigung. Ich krieg zu viel. Kleb fest, Mann. So. Krieg ihn auch nicht in die Mitte hin, weil er fällt immer um. So, einmal hier die lustige Weltraumschnecke. Eine Runde noch. Das macht keinen Spaß, Alter. Leck mich im Arsch, ey.